So, willkommen zurück zu Uncharted 4. Wie sieht's jetzt aus? Müssen wir jetzt da reinbrettern mit einem Auto, oder? Das kann ich doch nicht machen. So auffällig. Nee, ich muss das... Wir könnten, aber... Ich glaube, das wäre nicht so gut. Der Sniper ist auf jeden Fall dran. Die haben aber keine andere Waffe, ne? Die haben echt nur die eine Waffe. 5-3 Schuss. So, kann man sich hier hinter sneaken? Erstmal auf. Stealth. Hä? Der sieht uns. Wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind soweit. Wir warten nur noch auf Nadines okay zum Sprengen. Gut, hier ist keiner. Erledigen wir das und ziehen weiter. Wie lange müssen wir hier bleiben? Bis Befehle kommen. Gibt's was Neues von den anderen? Noch nicht. Können wir ihn melden, dass wir bereit sind? Die sind hier! Wie kann man... Oho, sauber, ne? Ja. Ja, der Kollege war mal auf. Ja, sicher. Runter, Scharfschütze! Hey, was machst du denn? Hallo! Hallo! Fast für eine Flachfeit. Dieser Auto-Aim ist eher ein Himmel. Ja, das war's. Hey, habt unsere Ziele gefunden! Ich hol Money. Junge, 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 Junge. Kann man die von hinten ausschalten? Wahrscheinlich kein Knopfdruck. Keine Taste. Hm. Kann man die Bomben werfen? Oh, das ist zu. Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Kann man hier machen. Oh, oh Mann! Ah. Ja, wir müssen durch zum Fahrzeug wieder. Ich glaube, hier ist auch nichts anderes, ne? Ich glaube, das... Ich habe eine Sniper einfach. Ja, könnte was sein. Ich muss Scheit einfach aufhaben. Wissen die genau, wo wir sind. Wieso kann er nicht schneller laufen? Ja, schon wieder länger her, dass ich hier an Schade gezockt habe. Sorry. Schieb die Schere. So.
Abfahrt. So. Wo muss er jetzt lang? Ah, hier. Oder? Müssen wir hier lang? Oder über die Brücke? Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, ich sehe schon. Mit der Laken. So. Hat einer ein Tier hier. Aber cool gemacht. Die ist cool dahinter. Und dass man hier einfach rumgehen kann. Schon cool gemacht. Komm! Und wieder die Winde, Sully. So, jetzt gehen wir euch hier runter. Oder? Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Was da ist und was da ist. Warte mal. Überleben wir das? Ne, das ist Eiferwand. Okay. Oder? Oh, Scheiße! Oh. Komm, komm! Oh, das geht auch. Nice. Ah, 17. Wieder die Winde, Sully. Echt praktisch, oder? Geil, das geht. Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Oh, sorry. Sag Bescheid, wenn ich die Augen aufmachen kann. Ja, gar nicht mehr. Okay, weiter Sully, geht's. Sully, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Die wilde Fahrt. Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Rafe da im Vorteil. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja. Ja, hast wohl recht. Hey Sam, wenn ich mal fragen darf. Wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ah, weißt du, mit Lesen überwiegend. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche. Das ist aber auch nichts, ne? Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Ja, Geschichte. Vor allem gleich zurück. Nathan? Ja, entschuldige. Ja, vielleicht haben wir hier was zum Mitnehmen. Jo. Und deswegen mache ich das. Ja, ich bin im Zirkus aufgewachsen. Was wolltest du sagen? Oh, klar. Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du? Und hier kam ja. Ah. Und außer den Büchern, Liegestütz, Rauchen, mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Ich hab viel nachgedacht. Ja, ist ja cool, wie er mal rückwärts das war's eigentlich. Das sind coole Details. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Hab ihn gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Herrje. Aber
aber ich habe meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht. Hey, ob in dem alten Gebäude was zu finden ist? So. Es ist ein Fass. Verdammt! So hoch kann ich nicht springen. Warte mal. Kann der Stütz sein oder so? Weise so hoch. Vielleicht mit dem Auto. Nur ein Vorschlag. Mit dem Auto? Hat er jetzt hier einfach hoch? Ne, der bleibt aber nicht. Ja doch. Hey, cool. Nice. Cool, man. Oh. Die ist selten. Die ist selten, die hat gelb. Die hat ein gelbes. Geil. Ja, die kann weg. Die ist hier. Die ist für hier. Raus. Nee. Scheiße. Kann man die austauschen? Will eigentlich nicht. Nee. Ah, okay. Einfach hier wieder raus, oder was? Ah, okay. Schade, das geht ja nicht mehr raus. Jo. Geile Waffe bekommen. Guck mal, hier sind Gnus. Cool. Was wolltest du sagen? Oh, klar. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Wisst ihr, wenn ich so überlege, ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun, noch bevor ich euch beide traf. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Tja, damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Er stand doch ziemlich unten auf der Karriereleiter. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnittdrucke verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt hatte. Er stand auf Shoguns und so Zeug. Alcazar war der Mittelsmann. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne, aber mit Feuer. Er würde bei der kleinsten Gelegenheit explodieren. Na dann hat er sich nicht groß verändert, was? Ich nahm mein Geld und dann die Beine in die Hand. Was sind wir jetzt hier, Alter? Also, kommt ein Pirat in eine Bar. Also. Dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, arr, es lässt mich durchdrehen. Den liebe ich. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen. Ist das hier richtig? Ja, geht's einfach. Shoreline hat anscheinend was gefunden. Komm da. Langsam. Alles klar. Nee. Dann fahren wir hier wieder runter. Hui. Vielleicht komme ich hier ein bisschen um, deswegen. Einmal ein bisschen rumsneaken. Seht ihr den Rauch? Oh, Shoreline, langsam. Wo ist Shoreline? Oha. Was ist das denn hier? Das ist cool. Oh, hier ist Shoreline. Thank you.
da. Das hab ich gesehen, Junge. So. Der nächste, der hier neu ist, den überfahre ich einfach. Alles einspringen. Okay, hier kann man ja auch da hinten wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Haben wir nichts verpasst, also. Aber stell mal, wir werden sowieso immer was verpassen. Jetzt wir marschen einfach hier weiter. Warte mal. Ich weiß ja nicht, wie viel Munition hat. Die eine hat gar keine Munition mehr. Hey. Ho! Die nämlich. Aber die hat auch nur 3 Munition, ne? Mann, die haben halt nur so viele Munition. Jetzt frag mich ab, dass nur 2 Waffen tragen können. Da liegen hunderte Waffen, du hast Platz in deinem Auto bis und geht nicht mehr und dann... Oh Mann. Das fuckt mich schon mal so ab. Ja, komm. Cool. Die Sniper hat uns gerade gut geholfen. Na komm, scheiß drauf. Nehmen wir auch noch Granaten. Ist hier runter? Ich glaub ja, ne? Ah ne, hier kam... Okay, hier kämen wir wieder zurück, glaube ich. Sorry! Boah, das ist krass gemacht. Guck mal, das ist eine Stadt da hinten. Mit Booten, okay, ich sehe es nicht so krass aus. Es war in der weiten Ferne. Ja, aber ich glaube, da müssen wir sogar lang. Hey. Ich glaube, da müssen wir lang. Oh, shit. Sorry, ey, ey, ey. Denken Sie auch, für ein Idiot. Na komm. Tut mir leid. War hier oben oder unten? Na egal. Ja, oder das? Hä? Hey. Geht woanders lang. Sorry, oh. Schlagloch. Die Kommentare, ne? Ja, sorry, Schlagloch. Der ist einfach nur so da gewesen, oder wie? Geht's hier lang? Weil es sind tausende Wege, ne? Lang. Wer fährt denn hier so, ne? Da fragt man sich immer. Das ist keine Straße hier. Haben wir hier schon? Ich muss auch umsteigen. Konnte gerade gar nicht aussteigen. Was haben wir denn hier? Okay, ich bleib mit Victor hier. Hä? Was ist mit dir? Hallo, bleib doch da. Der fährt einfach. Ihr solltet da bleiben. Ja, ist aber auch verkackt. Jetzt können wir eh so hier rumfahren. Ich wollte nur wissen, was da ist. Wir können los. Seht euch das an, Leute. Was ist das? Das hier
ist ein Turm. Heilige Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Hey, seht. Da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Ja, warte mal. Ah ja. Oh Gott, Nathan! Ja, ich habe Gas. Er stirbt hier nach 3 Meter. Sorry, ich kenne nur andere Spiele. Seht euch das an, Leute. Was ist das? Das Ding ist eingesammelt oder nicht? Gehen wir davon aus, dass ich das eigentlich. Heilige Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Hey, seht. Da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Okay, jetzt. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur. Finden wir ihn einfach. Oh ja. Na komm. Weder mit der Büchse. So. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline-Söldner zu sehen? Schwer zu sagen. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um. Dann weiter. Zugbrücke? Wie mittelalterlich. Oh. Ja, man baut keine Zugbrücke, wenn man... Das geht aber ganz schön lang mit dem Auto. Oder etwas im Inneren schützen will. Nate, sieh mal hier. Wie ist er da hochgekommen? Mist, die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Auf dem Fass. Was ist das denn? Noch ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Einem Pferd. Bonnie. Hat Pegasus. Die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Oh. Na, ich bleib bei dem. Hey, sei vorsichtig, Junge. Ja, Junge. Das sieht aber echt stabil aus hier. Da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Bingo. Sam, Speziallieferung. Oh, shit. Wow. Au. Hey, Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Ist da schon nah ran? Ja, sind das so fähige Leute, ne? Macht ruhig Pause! Ich schaff's schon! Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge! Halt! Schau rein, Leute! Oh nein! Leute! Das ist wieder uns
mir echt auf die Nerven. Mietwagen, muss Ihrer sein. Ausschwärmen, ich will Sie haben. Keine Warnschüsse. Einer weniger. Oh oh. Mehr. Ja. Alter. Kann man noch mal werfen. Holy shit, Alter. Junge! Was ist denn mit euch verkehrt? Ein Schuss. Netter Versuch, Arschloch! Netter Versuch, du alleine stehender. Nee, ich hab was gefunden. Nee, da ist doch irgendjemand. Hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. War hier schon ein Sniper? So, ja. Mal runter mit der Brücke. Oh. Aber warte mal, dann tauscht er den Sniper aus, ne? Ja, die ist aber auch scheiße. Komm, wie die sich alle reinsetzen. Geht doch selber hin, Alter. Meine Fresse. Fuck, nehme ich ab. Ob du den anderen mal das machen lassen. Was für Fettsäcke. Sagen wir, oh, Shoreline kommt gleich, Shoreline. Bevor noch mehr kommen, wir müssen. Na. Versuchen wir es nochmal. Hey. So, eh. Bitte. Lol. Hab in der Luft hast gesehen. Endlich. Ah, wahrscheinlich kommt man hier. Oder? Ja. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Hoffentlich. Das geht mir gerade nur vor, um die Sack hier, sonst hätten wir sie gut. Rumbam fahren, diesen. Öko. Loge. Diesen, Safari. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Versuch was wert. Rutschparty. Ein Gegenlenken. Ja, ich glaube, ich kann mal nicht weiter mit dem Auto.
Was für Gegenlenken? Shit, shit, shit! Dann kann ich ja nicht aussteigen, hallo? Ich will aussteigen. So, ich das seh mich mal so. Um. Wie viel schuldest du, Alcazar, eigentlich genau? Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gangiser-Weihsache. Das wären 400 Millionen. Ja, aber ah. Die Theorie stimmt. Viel größer. Fuck it, also. Na, du hättest ihm sagen sollen, es wären 200 Millionen. Dann sagt deinem Partner nie, dass du deinen Job hast. Ich war nicht davon ausgegangen, sein Partner zu werden. Leute, wir werden ihn finden, diesen Irren auszahlen und noch jede Menge übrig haben. Glaubt mir. Vorsicht, dass ich nicht euch mitnehme. Na bitte. Lecker. Wir sind soweit. Dann mal los. Ich hab Matsch im Mund. Oh shit. Ich gerate aber ziemlich in Panik hier. Das Kabel wird reißen. Hey. Gib Gas, zieh uns hoch. Ich hab dich. Halt dich. Alles nach Plan. Ich hab dich. Komm, komm! Ich komm nicht hoch. Bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge! Okay, festhalten! Sei wenn das Beste. Langsam, Junge, langsam. Ja, das war doch lustig, oder? Aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Was der kleine Seihaken uns gehalten hat, verstehe ich bis jetzt nicht. So, und jetzt fallen wir wieder runter.